Hallo und willkommen. In meinem heutigen Video würde ich gerne ein bisschen Glücksspiel betreiben. Das heißt Gambling Day. So, wir haben 400 Stack Decks. Die werde ich jetzt gleich versuchen, in was Wertvolles umzumodeln. Ich habe ungefähr 5 Chaos für ein Stack Deck ausgegeben. Das sind 2000 Chaos Orbs. Momentan kostet ein Exalted 175 Chaos. Also haben wir ein Gambling hier im Wert von 11,5 Exalted. So, eine Doktorkarte kostet zurzeit 10,5 Exalted. Das heißt, ein Exalted weniger als ausgegeben habe. Der Rest wird wahrscheinlich durch Tüdel irgendwie aufgefüllt. Also wenn ich eine Doktorkarte hätte, wäre schon ziemlich gut. Natürlich eine House of Mirror Karte, ich gucke mal eben, kostet momentan 27 Exalted. Das wäre natürlich absoluter Jackpot. Also wir versuchen mal ein bisschen was rauszuholen. Wir nehmen mal die ersten 100 hier. So, ich gehe zum Aspirants Plaza, also vor dem Lobby. Das kann man auch in der Map machen oder sonst wo im Inventar. Ich mache das gerne hier. So. Und zwar schmeißt die jetzt auf den Boden und dann sieht man schon vielleicht ein kleines Schwingen. So, die erste Karte. Okay. Wir machen mal weiter. Ja, die ersten 10 war schon mal nix. Okay, Chisel und, ne? Klar, aber... nichts Tolles. So, nächsten 10. Oh, ist das Schwingen. Ah, oh mein Gott. Wuhuhu. So, wir sind im Geschäft. Nach 19 Karten haben wir die erste Doktor. Holy moly. Holy moly. Das fängt schon mal gut an. So. Die ersten 20 sind durch, wir haben schon eine Doktor. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So, nächsten. Puh, das war echt... Mann, da muss ich mal drauf klarkommen. So, die nächsten 10 sind wieder nur Scheiße. Was ist das hier? Crusaders Emblem, ist das nicht der Ring? Der auch ziemlich gefragt ist, wenn er gutes Stats hat. Table of Ice und zum Beispiel. So, nächsten 10. Wo ist das Schwing? Saints Treasure Karte für 2 Exalted. Nice. Okay. Ich glaube, wir sind jetzt schon mal gut dabei. Gut im Plus fast schon. Ne? Wenn hier schon die Chromatics und so. Okay. Noch nicht ganz, aber. Der Papolgi ist leider nichts wert. What the fuck? Okay. Okay. Puh, okay, weiter geht's. So, wir haben jetzt 50 Karten durch von 400 und haben 2 Doktorkarten. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das wird geil. So, die nächsten 10. Karte für Watchers ein. Nice. Nice, nice. Kaums Hardkarte ist, glaube ich, nichts mehr. Ne? So, ich gehe mal kurz Karten einsortieren. So, da bin ich wieder. Ich habe die wertvollen mal behalten hier. 40 haben wir noch von den ersten 100. Astramentis-Karte, okay. Astramentis kostet wahrscheinlich auch. Na, okay. 50 Chaos und Astramentis. Kommt auf die Stats an, ne? Wieder Chisels. Okay.
nichts verschwenden. Ich hebe alles auf. So. 20 left bei den ersten 100 Karten. Professor, was war das? Protect Cloister. Okay. Order, wieder Karte für ein Exalted, aber 12 Karten. 11 Chaos. Okay. Ziehen wir mal zu den besseren Karten. Schon wieder Professor, also Putrid Cloisterkarte, was bringt die? 7 Chaos, ja, okay. Haben wir mindestens 2 von schon mal, ne? Okay. So, das heißt, wir haben die ersten 100 von 400 Karten durch und haben 2 Doktorkarten. Okay. So, ich habe die nächsten 100 Karten am Start. Hoffentlich geht es genauso weiter. Perandus Männerkarte. 1 von 5. 15 Chaos, ja, okay. Fünf Chaos. Wo ist das nächste Schwingen? So, weiter geht's. Nochmal 5 Chaos. Nice. Was ist das? Chevron's Relations. Was ist das? Nix. Nix, nix. So, ich gehe mal wieder Karten einsortieren. So, wir haben wieder Platz, kann weitergehen. Erotic Shot, okay. Kann schon ein paar Mal, also Chromatics brauchen wir uns keine Sorgen mehr machen. Sophie's Scarab. Was kostet denn so ein Sophie's Scarab Ding? 3 Chaos, ne? Nee, ist nicht der Rede wert. Wo ist der nächste Schwing? The Old Man. Fishing Rod. Ja, war ja klar. Davon habe ich schon 3 gefunden, die Leder. Also, nee, danke. Vor allem, too implicit corrupted. Was zur Hölle, ne? So. Also. The Fiend! Ja, hallo! Mein Gott, ey, das wird sowas von Profit. Ja, MB Extreme, da kannst du noch mal was lernen hier. Falls du das Video irgendwann mal sehen solltest. So, das ist ja eine Profit-Organisation, nicht eine Non-Profit-Organisation, ja? So. 19 noch, dann haben wir die Hälfte von den 400 weg. Und sind. Oh, Karte für Empower. Ah, okay, Empower ist ganz schön gesunken, aber trotzdem, ne, dürfte noch ein bisschen was bringen, ne? 69 Chaos, ja, hallo. So, Last Hope. Ach so, das war. Nee, das war nix. Für Azeri-Fragment. Nein, 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 nein. So, ich gehe mal wieder Karten einsortieren. 200 Karten noch übrig. 50 Stück habe ich schon hier am Start. So, weiter geht's. Da wird da noch was rauszuholen sein. Die Hälfte ist rum und wir haben schon gut Profit. Nochmal eine Karte für Astramentis. Ja.
Nemesis Item Corrupted. 10 Chaos, okay. So, Erotic Shot, Chromatics, also Chromatics habe ich nachher voll. The Wedge, die mag ich auch sehr gerne. Zwar nichts groß wert, aber auch nice Karte für Headliner Chance. Six Link Short Pokal, wo ist der nix schwingen? Lange Durststrecke hier. Wir wollen doch die besten 400 Stack-Decks aller Zeiten schaffen. Dafür muss aber jetzt noch mal was kommen hier. Okay. Das war auch nichts. Nächsten 50 holen. 150 jetzt noch über. Trash to Treasure. Ach so, das ist für diesen. Hallöchen! 1,3 Exalted. Ja, das braucht man für Brotherhood. Ringe, okay. Ja, komm. Oh, Kartographer Chisel, immer gut. Freue ich mich auch. Also dies hier, ne? Vor dem Lobby, dieses Aspöens Plaza, ist ein ganz geheimer Profit-Spot. Aber niemand weiter sagen, ja? Wir sind ja unter uns. Sephiroth, das war... So, die war noch. Okay. The Void. Ja, nichts Besonderes. 100 Karten haben wir jetzt noch. 100 Stack-Decks, so. Weiter geht's. Wir wollen noch einen Schwing. Na komm, da geht doch noch was. Wieder Chisels. Also die ersten 50 Stackdecks, die waren schon brutal, ne? Jetzt geht's langsam so ein bisschen mau. World Eater, Starforge. Okay. Was kostet so eine Starforge-Karte? Ist auch 23 Chaos. Wir wollen why not, ne? Wieder 5 Chaos-Karte. Da hatten wir, glaube ich, jetzt schon 3. So, 9 Karten haben wir hier noch. So, Horde. Ja, da war hier 10 Chaos oder so, ne? Prismatic Jewel. 15 Chaos. Sephiroth schon wieder. Er hatte schon 3 Mal. Was ist die denn wert, wenn wir die schon 3 Mal hatten? Ein Divine, ne? Eine Karte, ein Divine. Ne? Klar. Logisch. Wenn es 11 gibt. So. So, die letzten 50. Wir wollen noch mal einen raushauen hier, komm. Einer geht noch. Ah, 5 Chaos wieder.
Was wir noch gar nicht hatten, ist House of Mirrors. Saints Treasure, nice. Komm, so ein House of Mirror geht noch. Der ist da noch drin, komm. Ich will eine House of Mirror Karte. Nee, 20 Stück noch, so. Professor, Puttelkläuterkarte, schon wieder, ja. War, glaube ich, schon was fast zusammen, die Map. Okay. Zehn Stück noch. 10 Stück. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Eine noch. Da ist ja endlich die House of Mirror. Schön wär's gewesen. Naja, trotzdem, alles im einen, glaube ich. Ich überschlag das mal eben, was ungefähr von den Karten, die ich jetzt beiseite gelegt habe. Den ganzen Tüdel rechne ich natürlich nicht zusammen. Ich schau mal eben. So, ich habe das jetzt mal alles so ein bisschen überschlagen. Den Tüdel habe ich nicht mit einberechnet, nur die Karten, die ein bisschen wertvoll sind. Ich habe noch mit reingenommen, die habe ich jetzt im Kartenfach schon, die Chaotic Disposition und die für Divine Orb. Die Karten. So, dann hatten wir hier einmal Trash to Treasure, 1,3 Exalted. The Fiend-Karte war 7,3 Exalted. Headhunter, 10,5 Exalted eine. Und Watcher's Eye-Karte auch 1,3 Exalted. Dann haben wir viele Chaos-Orb-Sachen und Exalted-Orb-Karten und hast nicht gesehen. Ganz grob zusammengerechnet, es war ein bisschen über 33 Exalted, was ich hier rausgeholt habe. Und wo noch nicht die ganzen Kartographer-Chisel und den ganzen Kleinkram mit eingerechnet ist. Nur die Karten, wo ich geguckt habe, 10, 15, 20 Chaos aufwärts. So, das heißt, wir haben ausgegeben, hatte ich 11,5 Exalted hatte ich ausgegeben und 33 Exalted, ein bisschen mehr eingenommen. Das heißt, wir haben mal eben die Ausgaben verdreifacht. So geht das. So wollen wir das sehen. Und wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr gerne mehr dieser Videos sehen wollt, dann lasst doch bitte ein Like da oder abonniert meinen Kanal. Ansonsten sehen wir uns vielleicht in einem nächsten Video. Wenn ihr vielleicht Sachen zum Gamblen habt, die ich für euch gamble soll im Video, gerne mich anschreiben, in-game, per E-Mail, über YouTube, per Twitch oder sonstiges. Also bis zum nächsten Video.